Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap 3.1 ohne Gräben. Ich bringe hier gerade mal an so ein paar neuralgische Punkte noch ein bisschen Kompost. Aber nur wirklich so ein bisschen. Einfach, dass hier noch die Produktion bis zum Ende noch weiterläuft. Dann wird wohl alles gut werden. Und dann räume ich hier gerade mal eine Holzproduktion ein bisschen auf. Wir haben hier Holzpellets ohne Ende. Da müssen wir, können wir unbedingt mal was machen. Da steht schon eine Ladung. Und vorne stehen welche. Also bei der Pelletfabrik selber stehen welche. Hier stehen noch zwei Trailer voll. Und die hole ich jetzt ab. Und dafür, ne, haben wir ja einen Dolly. Ja, ich schalte gerade ja, wie ihr seht, mit der Kamera hin und her. Daher sehe ich nicht, was ich tue. Gut, den nehmen wir mal mit. Produzieren hier auch ohne mich. Laden wir hier mal noch ein paar Pellets auf und dann bringen wir die mal zum Heizkraftwerk. Verkaufen die. Boah, und der Stoffrollenverkauf läuft und läuft. Das ist ein wahrer Traum. Oh nein. Etwas zu früh. Aussteigen. Holzpaletten weg. Will ich hier nicht. Ja, mir egal. Ich will sie hier nicht drauf haben. Ich kann damit nichts anfangen. Die noch nicht. Die bringen wir jetzt weg. Ganz vorsichtig. Die haben wir jetzt raus. Wunderbar.
Ja, wunderbar. Das geht. So, kommt. Ja gut, sieht jetzt ein bisschen chaotisch hier aus. Ist es auch. Aber ich bin sortenrein. Das andere kann ich dann bei der nächsten Lieferung machen. So, und um uns das jetzt leichter zu machen, war ich jetzt natürlich genau hinter ihm. Koppel ab. Ah, aus dem Weg. So, Heizkraftwerk. Auf geht's. Ich würde am liebsten noch eben warten, um zu sehen, wie viel ich jetzt für die Stoffrollen wirklich bekomme, wo ich jetzt hier verkaufe. Weil das sehe ich ja eigentlich auch, ne? Über 7 Millionen. Ja, wir schaffen locker 12, bis wir wechseln. Ich behaupte. Aber ganz locker. Halbe Million nur für einen Trailer. Okay. Ja, nur ist jetzt auch natürlich sehr großkotzig. Menge. Oh. Ja, ja, ja. Zickzack. Wir fahren. Zickzack. Kann ich auch geradeaus fahren können? Ja, ne? Auch hier durchfahren können. Ich die Abkürzung, die ich sonst immer fahre. Habe ich aber nicht. Ich aber nicht. So, die Kartoffelfabrik ist hier, die wir auch noch nie beliefert haben. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben hier Öl, Diesel hingeliefert. Und ich glaube, Wasser haben wir auch schon hergeliefert. Bin mir da gar nicht so sicher. Doch, jetzt bin ich mir sicher, dass wir Wasser hergeliefert haben. Weil da vorne habe ich nämlich einen Ackerschacht gesetzt. Für die Wasserlieferung. Da vorne rechts. Das habe ich ja überall in der Nähe der ganzen Produktionen gemacht, wo ich irgendwie Wasser brauche, weil ich es ja ein bisschen doof finde, dass wir nicht ans Wassernetz angeschlossen sind. So. Hier laufen jetzt die Pellets mal runter. Sehr schön. Und was ich jetzt mal machen werde, jetzt mal zur Brauerei, was da so Sache ist. Ja, hier wird nicht mehr produziert, weil wir keinen Weizen mehr haben. Das wird sich bald ändern. Hopfen haben wir noch. Hier wird auch nicht mehr produziert, weil hier voll ist.
Ja. Hier wird produziert, das ist toll. Können wir jetzt mal. Meine Maus ist weg. Tankstelle. Weiße Öl und Diesel besuchen. Weil da steht noch mein Traktor mit 12.500 Litern. Wenn ich jetzt zur Hoftankstelle bringe. Kann es aber auch verkaufen. Das ist das, was ich mache. Verkaufe das. Ich verkaufe das. Ja, Kompass darf hier nicht mehr sein, weil den haben wir weggebracht. Zellstofffabrik muss ich auch unbedingt mal wieder vorbeigucken. Was kann ich gleich mit meinem MB-Trag machen, der oben bei der Zuckerfabrik steht? Die müsste ja auch auf Hochtouren produzieren. Eigentlich. Nichts mehr. Hier wird nachher noch Mehl produziert. Später, wenn unsere Weizenfelder fertig sind. Also ich habe ein Weizenfeld allein für die Brauerei. Ich habe noch verschiedene Weizenfelder, noch weitere Weizenfelder nur hier für die Mühle, dass wir Mehl noch herstellen können. Zucker wird ja eh produziert, bis zum geht nicht mehr. Tankstelle suchen. War da ja mal dran vorbei, aber ich habe da noch nie was hingebracht oder auch noch nie getankt. Ja, hätte ich auch da die richtige Straße nehmen können. Kein Feldweg. Wie war das, wenn man hier das Fass volllaufen lässt? Ist das billiger? Verdient man dran, wenn man es dann wieder an die Tankstelle verkauft? Oder wie war das? Was wir dafür jetzt kriegen. Naja, 31.000. Das ist ja... Finde ich, kann man machen. Wo ich jetzt hier gerade rein manövriere, weiß auch keiner, ne? Der Pfosten passt da gar nicht hin. Aber egal. Hier
Hier stellen wir direkt wieder da zur Diesel-Geschichte hin. Das Geld rattert und rattert. Aber langsam. Aber ist schon okay. Ich will mich ja nicht beschweren über die Geschwindigkeit des Geldverdienens. Das ist ja immer noch okay. Naja, ich schätze mal, dass wir auch in... Naja, in dieser Folge nicht mehr. Die Folge ist nämlich jetzt gleich vorbei. Aber in der nächsten Folge werden wir die 9 Millionen knacken. Damit... wenn wir dann richtig weit kommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Damit kommen wir dann richtig weit. Ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr da wart, dass ihr zugeguckt habt. Ich bedanke mich bei euch. Ich würde mich über einen Kommentar oder über ein Like freuen. Und noch mehr freuen ich mich über ein Abo. Und wenn ihr mich nächstes Mal wieder besucht und sage Ciao.